best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. Das kann man sich nur erträumen. Wenn es hat ein Tor! Augenreiter, hebt diesen goldenen Pokal hoch. Was geht ab, Skyrim am Start, also genessen, Rematch Bibokal Spiel hier auf meinem Kanal. Heute ist auf jeden Fall Dienstag und das heißt Rematch Bibokal Zeit oder Tag. Und ja, heute ist der 21.11.2017 und dementsprechend spielt heute der erste, FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ja, nächste Woche am 28.11. Leipzig gegen Heidenheim, dann Aue gegen Wolfsburg im Dezember, dann nochmal Augsburg gegen Köln. Oder nochmal am 19.12. Dynamo Dresden gegen Sandhausen und Schalke gegen Hannover am 2.1. Und dann war es das schon mit der Vorrunde. Da geht es weiter im Januar mit dem Achtelfinale. Da gibt es nochmal eine Woche Pause, da gibt es kein Rematch im Pokal. Und dann gibt es das Achtelfinale. Und ja, Leute, ich werde auf jeden Fall im letzten Sonntag im November werde ich wieder ein Was geht ab Video bringen. Habe ich ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Was geht ab Video am letzten Novembertag war eigentlich immer der erste Advent im November, der letzte Sonntag. Aber dieses Jahr ist es ja am Dezember und da muss ich auf jeden Fall das am Sonntag hochladen, genau. Am letzten Sonntag im November, ich weiß gar nicht welcher Tag es jetzt ist. Also auf jeden Fall letzten November ein Was geht ab Video und ja, wie gesagt, im Dezember zwei Adventskalender Matchtext und dann ja, den geheimnisvollen Adventskalender, sage ich mal. Das werde ich erst auflösen im Was geht ab Video, was sich da genau hinter verbirgt. Und ja, mehr dazu auf jeden Fall im Was geht ab Video. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Karte. Und die ist hier von Augsburg. Jawohl. Auf jeden Fall, Bayern München. Sind ja letztes Jahr ausgeschieden. Schon, ich glaube, das war das erste Spiel, ne? Im ersten Spiel sind die ausgeschieden, das war gegen Köln damals, also... Oh, Libby! Limitierte Auflage! Das muss ich mal scharf stellen. Fokus! Dankeschön. Geile Karte. Auf jeden Fall Bayern München gegen Köln ausgeschieden, das war echt heftig. Das war ja letztes Jahr. Genau. Letztes Jahr hat er wieder Hamburg gewonnen, also zweimal hintereinander gegen Hamburg gewonnen. Aber dieses Jahr sind die ja schon raus. Sind ja ausgeschieden gegen, wer war es? Gegen Ingolstadt sind die ausgeschieden. Also Ingolstadt ist die erste Mannschaft, die gegen Hamburg gewinnt im Rematch-Pokal. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ja, es gibt viele Favoriten dieses Jahr. Wie zum Beispiel hier Hertha ist gut, Darmstadt ist gut, Leverkusen, vor allem Leverkusen, die haben 5:0 gegen Dortmund gewonnen. Echt heftig, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karte, 9. Karte und die kommt, oh, gleich mal 2, okay, machen wir das mal so, haben wir von Frankfurt auch Schipka und Hamburg, magischer Moment, René Adler, die Katze, und ja, es gibt auf jeden Fall im November oder Dezember oder Januar, eins von dreien, gibt es wieder mehr Matchtext-Unboxings. Habe ich für mich selber so entschlossen, also ich mache ja die Booster manchmal auch selber auf, also privat. Und ja, das soll mal wieder mehr auf YouTube gebracht werden, also es gibt wieder mehr Unboxings. Habe schon gesehen, im September, Oktober, es kommt sehr gut an, also das habe ich gemerkt, dass hier Matchtext-Videos sehr aufgerufen werden. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Grad ist immer noch 0:0. Ja, wie gesagt, Hoffenheim hat letzte Woche gegen Braunschweig 2:0 gewonnen. Am 14.11. So, Wolfsburg. Und die letzte Karte wünsche ich mich. Ich tue nochmal sicherheitshalber nochmal nachzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Und die 15. Karte kommt hier von Frankfurt. Uiuiui. Und ja, Leute, ich habe gerade gemerkt. Nachdem ich jetzt die Verlängerung jetzt mache, habe ich vergessen, meine Abonnenten noch zu grüßen, die mich auf jeden Fall in den letzten Tagen abonniert haben, und zwar unter anderem der Killer Gaming.
Dann der coole Mensch. Ben Reichle. Fußball BVB. Und auf jeden Fall danke an Markus Kotzera für dein Abo. Also wie gesagt, ihr könnt mich auf jeden Fall auch kostenlos unten abonnieren. Einfach Abo auf öffentlich stellen, damit euer Abo im nächsten Video preisgegeben wird. Wenn euer Abo auf privat ist, dann kann ich euer Abo leider nicht preisgeben, weil ich dann in meiner Benachrichtigung nicht sehen kann, wer mich gerade abonniert hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr oft. Also ich habe zum Beispiel, wann war es letztens, irgendwas mit 10 Abos am Tag gemacht. Und davon sind nur 4 angekommen oder 3. Das ist echt schade. Ich habe so viele abonniert, aber die so viele privat haben, das ist echt schade. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Verlängerung. Oh, ah! Maskottchen von Bayern, der Benny. Benny macht das 1-0. Also nicht das Maskottchen, ich mache jetzt einfach mal Lewandowski. Ich sage jetzt einfach mal, Lewandowski macht das 1-0 in der Verlängerung. Für die Bayern. 1-0. Jetzt bleiben München, aber ihr habt noch nicht alles gegessen, ne? Oh, hier Braunschweig, hätten die mal letztes Mal getroffen, ne? Kumbela. Zwei Karten noch. Bayern, oh, Leipzig. Bayern wäre die erste Mannschaft, die in der Verlängerung gewinnen würde. Aber es gibt dann noch eine Karte. Ziehen wir von oben links hier raus. Oh, alles klar. Okay, Vorname Kevin. Er spielt bei einer Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen. Wäre ja auch Düsseldorf. So. Nachname Volland, neuer Transfer. Und es ist Kevin Volland von Leverkusen. Und damit gewinnt Bayern in Anführungsstrichen nur 1-0 gegen Düsseldorf. Ja, das Tor hat Lewandowski erzielt. Also Maskottchen hat zwar, ich hatte die Karte von Maskottchen gezogen, aber in dem Fall sage ich mal, Lewandowski hat das 1-0 gemacht. Wow, und damit ist Düsseldorf raus, meine lieben Freunde. War ja zu erwarten eigentlich. So, den legen wir mal hier hin. Und jetzt kommt die Liste her. So, mein Stift. Mein Stift hier. So, 1-0. Wieso 2-0? 1-0. Und Düsseldorf ist raus. Und damit steht der FC Bayern München mit im Achtelfinale. Zusammen mit Hoffenheim, zusammen mit Pauli, zusammen mit Ingolstadt, zusammen mit Bremen, zusammen mit Mainz, zusammen mit Stuttgart, zusammen mit Bochum, zusammen mit Leverkusen, mit Hertha und mit Darmstadt. Auf jeden Fall schaut nächste Woche wieder rein. Am 28. November 2017, 12 Uhr, ein Dienstag, da spielt RB Leipzig gegen Heidenheim. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eure Daumen freuen. Und wie gesagt, wer der kostenlose Abonnent, der kommt. Unity, und wenn euer Abo sogar auf öffentlich gestellt ist, kann ich euch sogar im nächsten Video erwähnen und grüßen. Und ja, dann würde ich sagen, genug gelabert, ich bin raus und danke euch, bis morgen. Skywalker, bam!